Sattele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich war mal so frei und habe hier alles eingeräumt jetzt. Ja, wir haben noch ein paar Saaten, die müssen wir jetzt zusammen einsetzen und dann gehen wir hinten die Quest machen. Ich bin auch gerade am überlegen. Ich glaube, ich packe die mal zu Mods hier. Es ist ja eine Mod. Legen wir die mal so dahin. Brauchen halt einen größeren Helm, dass mehr reinpasst, ne? Weil unsere Birne, die ist zu groß. Da geht nicht so viel rein. Ein bisschen was repariere ich hier noch. So, die AK, die werden wir jetzt auch mal mitnehmen hier. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die ja irgendwann, ne? I don't know. Wir werden sehen. So, dankeschön. Wann haben wir denn hier? Ich glaube, die kriegen wir gar nicht alle hier hin. Die kriegen wir gar nicht alle hier hin, die Samen. Das sind viel zu viele. So, 6-mal Pilze. Die haben wir 10-mal hier. Und dann Mais haben wir so viel, weil wir den halt überall einsammeln können. Das ist halt das Kuriose. So. Dankeschön. Dann machen wir jetzt einfach so viel Mais, wie noch geht hier drauf und gut ist. Und dann müssen wir unser schwupp, schwupp, unser Beet hier schon wieder vergrößern. Guck, 14 Stück haben wir noch übrig. Oh nein, da kommt wer. Da kommt wer. Wer kommt da? Ich habe keine Lust. Ah, Wanderhorde. Hä? Fein so. Hallo. Gehst du mal weg. Die EP nehmen wir natürlich mit. Dachte erst, da kommt jetzt wieder irgendwie die Schreitante. Apropos Scheitante, wir müssen auch noch jede Menge Beton und so weiter sammeln. Waren das nur die 4? Ein bisschen wenig, ne? Das ist aber ein bisschen wenig, du. Tiss! Gut. Naja, dann ist es halt so. Ne? So. Ab aufs Moppeli-Bett. Ah ne, brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben jetzt unser Alter Falter. Darfst aber auch nicht auf den Pinsel treten, ne? Fliegst direkt durch die Gegend. Da haben wir erst drin geguckt. Einmal durch hier. Jetzt aber. Juhu! Auf geht's. Guck mal, was da hinten los ist. So, genau. Zur Quest. Begib dich zum Sammelpunkt. Säubere das Gebiet. Wird wieder irgendwas Größeres sein, denke ich mal. Wir werden sehen. Wo sind wir überhaupt? Tag 29. Es wird interessant. Oh, schon wieder das Ding. Das hatten wir doch erst. Das hatten wir doch erst. Aber das kommt doch, wenn ich immer dieselben Quests auf Stufe 3 annehme, ne? So. Aber dann tun wir, weil wir wissen ja, wo der gute Loot ist. So, ist hier wer respawned? Nein, ne? Ist leer. Ach, das war der, wo der abgehauen ist, ne? Na, dann können wir da jetzt aber im Schweinsgalopp durchlaufen. Weil das war ja erst vor 2-3 Tagen, ne? Wo der sich versteckt hat. So. Dann mache ich das mal ganz fies. Ja? Ja, komm raus da. Na schön. Liegen bleiben. Du auch. Du auch. Das war das mit dem Hund hier, ne? Da liegt der Hund. Jetzt weiß ich es wieder. Ja. Also das ist wirklich ein bisschen sehr schnell hintereinander. Dann machen wir das mal ganz fixi foxy hier. Oh, diesmal ist es ein Geier. So. Geierweitwurf. Da kommt der Hund. Aha. Und er mag Sand. Wie man sieht. So. Wollen wir das da aufmachen für den Loot? Nee, ne? Wir nehmen Benzin mit. So. Sehr schön, das nehmen wir mit. Und der erste Kommentar heute kommt vom der Bolos. Der schreibt, sehr schöne Folge, danke für deine Zeit. Danke für deinen Kommentar, Bolos. Vielen lieben Dank. So, wir müssten jetzt auch noch ein bisschen bessere Sachen kriegen, weil wir hatten ja hier Lucky Looter auf 2 geskillt. Ne? Ich hoffe, wir kriegen da noch ein bisschen mehr. So, gib mal her. Essen, trinken. Hast du nicht gesehen? Ist da noch irgendwas? Nein. So, wer ist hier drin? Diesmal lasse ich die Sachen alle stehen. Ist mir vollkommen egal hier. Außer halt Kisten und so, aber wir tun jetzt nicht hier alles einsammeln. Hallo!
Kommen Sie raus. Können Sie reingucken. Weg damit. So, keine Feralen, nix. Okay, dann halt nicht. Das ist echt krass, wie die schon zermatschen hier. Die kriegt wieder gar nichts hin. Oh, eine verstrahlte Betty. Aha. Sehr gut, sehr gut. Tut es Not, tut es Not. So. Oh, eine Vierer. Nice. Kann man das ja doch mal so rummachen. Mhm. Aber übrigens vergessen, ne? Beziehungsweise ich hab's wieder vergessen. Kein Problem. Wir ziehen das an dann. Wir ziehen gerade die andere Mütze an, ne? Wenn wir den Loot einsammeln. Pustekuchen. Jede wieder. So, wir müssen aber diesmal nur säubern und keine Tasche einsammeln. Das ist ja schon mal gut. Kann ich die nicht vergessen? Die Quest ja fehlschlagen lassen. Was ist das hier? Nomadenkopfbedeckung. Nahrungswasserverbrauch minus 20%. Hört sich auf den ersten, ne, Punkt ganz gut an. Auf den zweiten ist es mir relativ egal. Weil nachher haben wir sowieso viel mehr, als wir brauchen. Ah, da ist das Bild wieder. Jo, definitiv. Definitiv. Danke an alle Experten, die mir da weitergeholfen haben mit dem Panzer. Flossen weg. Ich glaube, es hackt. Du fasst mich nicht an hier. Tiss. Unglaublich. Oh, da liegt einer. Und sogar ein Ferrara. Aha. Dann kommt mal, Leute. Ich warte. Weg damit. Rübe zermatscht. Juhu. Hallo, Vogel. Ah. So. Nieder mit euch, ihr Würmer. Oh. Ah, da liegt auch noch eins. Das übersieht man voll schnell hier, ne? Die Bücher, die einzeln, die auf dem Boden liegen. Zumindest ich. Man kennt ihn, ne? Hallo. Hallo. Voll gemütlich hier im Bett liegen, ey. Oh, oh. Uhu. Komm, ich seh dich. Ach ja. Hast den Laptop ganz. Liegt schon wieder im Buch. Warum ist der denn jetzt so rumgefallen? Hä? So, drück mal drauf. Mach mal gerne. Buch, schieb den mal da hoch, damit der nicht mal an der Ecke ist. Das nervt mich. Das nervt mich. Ja, Volker schreibt, Tag und Glück auf, Edo und Edenorten. Was eine geile Folge, die Hordenbase und da, wo die Zombies in Empfang genommen hast. Sieht aus wie die Essensausgabe im Knast. Danke für deine Mühe und Zeit. Gruß aus Herne. Gruß zurück. So, wie das im Knast aussieht, kann ich dir nicht sagen. Da war ich noch nicht so oft. Musste hier Ernie fragen. So, der kennt das bestimmt. Was ist denn hier los? Hm? Will hier jemand rein? Komm, ich helfe euch. Hallo. Ihr. Kuckuck. Ja, komm. Der hängt bestimmt am Zaun, wetten wir. Dankeschön. Sonst noch mehr? Ich sehe niemanden. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Da oben waren wir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch hoch. So, ich glaube, hier war auch noch irgendwie ein Knopf oder so, ne? Kann das sein? Nö, sieht nur so aus. Na, dolle Wurst. Hier nehmen wir wieder den Knüppel. Ach, hier kamen jetzt die ganz vielen, ne, wenn du da reingehst. So war das. Hallo.
So, gucken wir mal, wer da alles kommt. Ach, Kermit. Der schiebt dich auch gnadenlos einfach zur Seite, ne? So. Hat sich das erledigt. Noch wer, der das ausdiskutieren will? Igitt. Ach, macht das Spaß. Kann man wunderbar schön, ne? Seine Aggressionen abbauen. Wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte oder so. Kann ich nur jedem empfehlen. Macht eine Menge Spaß. Und hier tut man niemandem weh. Ah, guck mal hier, Westen noch. Handschuhe. Und eine Brust, eine 5er. Langsam kriegen wir hier auch gut. Was haben wir denn für ein Game Stage? 103, das heißt, in der nächsten Horde können auch schon Demolisher kommen, ne? Definitiv. So, der da unten ist noch da. Da muss man gleich hin. Ja, machen wir diesmal ein bisschen schneller. Ein 5er Basie. Mhm. Aber der ist mir egal. Wir haben ja unseren Knüppel. So, da irgendwas? Nein, da oben. Level up. Stoff, jetzt müssen wir da hinten hin. Da hochkrabbeln, da konnten wir ja die Klappe aufmachen. Komplett drumherum, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, da hinten ist er, okay. Warte, ich komme. Benzin nehmen wir mit, weil da haben wir noch nicht so viel. Sehe ich gerade. Sekunde. Skeletor, bitteschön. Immer gerne. Für dich. Langsam ist auch. Wir müssen echt mal woanders hin. Wir kennen langsam die ganzen Gebäude auswendig. Das muss ich sagen, ist auch so, was sich jetzt nach und nach rauskristallisiert, nach knapp 4 Wochen, ne? Ein bisschen blöd, dass du immer nur dasselbe Set an Gebäuden und so weiter hast, hier im Grünen. Weil man sieht's ja, wir sind jetzt Tag 30 und rennen eigentlich nur im Grünen rum. Du kennst alle Gebäude in- und auswendig. Ja, diesmal sind wir schlauer. Dankeschön. Buch, 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 her damit. Ne, da haben wir Klamotten. Was ist da explodiert? Schon wieder ein Basie. Warum finden wir nur Basies? Und diesmal ist er offen, weißt du? Wenn er einmal offen ist, ist er offen. Selbst wenn du es zurücksetzt, oder was? Das ist ja miese Brise. Das ist miese Brise. Das ist richtig fies. Was sonst noch was zum Einsammeln? Jo. Das finde ich aber nicht fair. Hier. Das hier. Und die hier. Haben wir da? Nein, haben wir nicht. Also können wir auch klöppeln. Rob J. schreibt, boah, Ede, ich hinke komplett hinterher. So viel Arbeit. Falle abends nur platt in die Kiste. Muss vorerst bei dir einen gelben Schein einreichen. Rob J. Erstens, wenn es nach mir ginge. Klar, sofort, ne? Mindestens 2 Wochen Erholungsurlaub. Ja, und dann, das ist ja kein Muss hier. Die Folgen, die laufen nicht weg. Wenn du wieder Zeit hast, ja, und ausgeruhter bist, dann guckst du sie halt dann. Das ist ja das Schöne an YouTube. Wenn du Zeit hast und Lust und Laune, dann kannst du die Folgen gucken. Wenn du sagst jetzt hier, das ist die neue Folge, ich habe keine Zeit, ne, oder im Moment keine Lust, weil so tolles Wetter, wir grillen, wir gehen ins Schwimmbad, was weiß ich, dann ist das so. Dann guckst du sie, wenn du Zeit hast, ne? Ganz einfach. So. Glitch ist er auf, Glitch ist er auf. Was haben wir hier? Autos. Oh, 2 Stück noch, dann sind wir auch beim LKW. Was ist das hier? Bikerstiefel. Reduzierte Nahkampfausdauer. Ja. Mal gucken. Ist doch nicht, was das Beste für uns ist. Das Biker-Outfit scheint auch nicht so schlecht zu sein, ne? Wenn wir mit dem Knüppel spielen. So, auf jeden Fall sind wir fertig. Ab zum Händler. Das sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus, wie wir da draufhängen auf dem Motorrad.
Backe, ich hasse diese Shopper. Wo man wirklich so draufhängt. Grauenvoll. Naja, was soll's. Besser als das Moped, wir sind schneller. Aha. So. Ist der gute Rekt. Da ist der gute Rekt. Each. Der böse Zwilling. Zack, zack, zack. Ach, da ist auch noch ein Airdrop. Den gehen wir uns natürlich auch noch holen. Great. Here you go. Great. Oh, ich nehme den Stahl. Nein, hier. Abschließen. Aufgaben. Befallene. Abholen, säubern, wen denn? You need some work or what? Oh ne, nicht schon wieder. Dann nehme ich mal hier 1,3 Kilometer. Aranäer. Oh nein, Spinnenhöhlen. Warte. Was hat er denn dabei? Ist nur am Ruhm. Wie freundlich der schon guckt, ey. Big Hitters. Nehme ich mit. Sonst noch was hier? Gibt's hier überhaupt Spinnen? Ich glaube nicht, ne? Ich nehme mal einen Gemüseeintopf. Bin ganz frech. Stahlschaufel, wäre auch ganz nett. Pumpgun. Stahlknüppel auf 3, den habe ich ja. Nerdbrille auf 3, die haben wir uns auf 4 gebaut. All that gawking at goods and that's all you buy? Ja, halt den Rand. Gib her. Oh, ich sehe gerade. Ja, nice. Das hat sich gelohnt. Wir haben auch noch einen Schatz hier. Können wir auch noch holen. Also, dann haben wir heute viel zu tun. Dann holen wir uns jetzt erstmal den hier. Dann geht's zum Schatz. Und wo ist die Quest? Da, Stufe 4 abholen, säubern. Da fahren wir dann hin. Wir haben zwar schon 13 Uhr, aber das wird wieder den ganzen Tag dauern. Weiter geht's. So, wo müssen wir hin? Each, da hinten. Sehr gut. Siehst du mal, alles durchgetaktet und geplant hier. Wahnsinn. Nicht wahr, Sascha? Du schreibst, hallo lieber Edo und Edenauten, war eine astreine Hordenfolge. Danke für deine Zeit und Mühe. Danke für deinen Kommentar, Sascha. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende. Erhol dich gut. Wünsche ich euch allen. So, Freitag. Gleich geht's ab ins Wochenende. Zack, zack. Was da drin? Alter, wir sind schon voll hier. Brennender Schaftmod. Mhm. Gut. Brauchen wir jetzt nicht. Haben wir schon auf unserem Knüppel. Hep, hep. Macht sie wieder. 1 Kilometer zum Schatz. Alter. Ist wieder irgendwo da hinten, ne, wo wir gerade waren. Deswegen habe ich nämlich die erste, die nur 300 Meter entfernt war, abgelehnt. Das ist wieder dasselbe. War aber schon dreimal drin, so gefühlt. Gehen wir mal lieber woanders hin. Irgendwo in die Karpaten. Wo was ist, was wir noch nicht kennen. Dass wir mal was Neues sehen hier. Gespannt. Nächste Woche ist es ja soweit, ne? Dann können auch die Consoleros spielen. Wann war es? 24, 25? Einer von den beiden Tagen, ne? Muss mal gucken. Wuhu! So. Sehr schön. Weiter geht's. Weiter geht's. Boing. Sehr schön. Mal gespannt, was in dem Schatz ist. Die Höllenmaschine, jawohl. Zack. Bitte buddeln Sie jetzt. Wäre auch cool, wenn wir da mal eine Stahlschaufel finden würden. Also finden, nicht kaufen. Ne? So, was haben wir da? Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. So. Ja, damit.
Zack, zack. Gleich geht's weiter. Ich schieb mal gerade runter zu den nächsten Kommentaren. Da ist wieder einer, wo wir mehr anzeigen müssen. Vom Dave, den können wir jetzt gleich lesen. So, du schreibst, die Heatmap sollte nochmal überarbeitet werden. Bei mir im Spiel kommt in jeder zweiten Quest eine Schreitante. Man hat ja nicht schon genug zu tun bei einer Infected Vierer Quest. Nein, nein, Dave, auf keinen Fall. Das ist doch erst die richtige Würze mit der Schreitante, oder? PS zu deiner Hordenbase, bekommen die Zombies Fallschaden, wenn sie von deinem Gitter runterpurzeln? Wäre ja auch cool, unten noch ein paar Spikes aufzustellen. Dann erledigen sich ein paar der Zombies von selbst. Liebe Grüße an dich und alle Edelnauten. Mach weiter so. Nochmal PS, bester Satz. Was nicht schmeckt, ist Zombie-Kotze im Gesicht. Hab mich schlapp gelacht. Echt? Dafür ist der Edel bekannt, ne? Und ja, Zombies kriegen Schallfaden, ne? Fallschaden. So rum. Meine Güte, was ist denn da los bei mir? Schallfaden, jetzt geht's aber los. Zack, also die bekommen Fallschaden, aber es ist nicht mehr so, dass sie davon sterben können auf einmal, weil ganz früher gab es dann natürlich wieder findige Leute, ne? So Alpha 16 und davor, wo die Zombies noch nicht in die Erde gebuddelt haben, da haben Leute bis zum Bedrock ein Loch gebuddelt und haben da dann ihre Hordenbase hingebaut, ja. Das heißt, die haben irgendwo den höchsten Berg auf der Map gesucht und da oben auf dem Dach, auf der Spitze, haben die dann wirklich einen Fallschacht bis auf den Bedrock gebuddelt, bis du nicht mehr runterkommst, ja. Und dann sind die Zombies da runtergefallen und du musstest nichts machen. Die sind einfach an Fallschaden, klatschtot, klatschtot. So, und deswegen haben die Pimps das halt geändert, weil sie das nicht wollten, ja. Also daran sieht man wieder schön, es ist wie früher in der Schule, ja. Statt zu lernen, man sucht immer irgendwelche Auswege, um möglichst ohne großen Aufwand an den Loot zu kommen, ja. Beziehungsweise dann in der Schule an die gute Note, ne. So. Statt man 5 Stunden damit, ne, mit verbringt, sich irgendwelche Schummeleien auszudenken, lieber zu lernen, wäre die Sache gegessen. Aber hinterher sind wir immer alle schlauer. Kennen wir ja. So. Und da kommt noch eine Grube hin. Das wird dann gleich anders gemacht. Aber dafür brauchen wir auch erst wieder Steine für Beton und so weiter. Da müssen wir gucken, dass wir das gleich noch hinkriegen. Hey, vielleicht kriegen wir noch ein paar Steine gesammelt irgendwo da in der Spinnenhöhle, schmeiß mich weg, was auch immer das ist. Ich freue mich schon riesig auf die ersten Mods hier. Riesig, riesig, riesig. So. Zack. Dankeschön. Armbrust, die können wir mal nehmen und auf Seite tun. Auch wenn es nur eine Holzarmbrust ist hier. Eine eiserne, okay. Ich ziehe mal gerade die Schuhe aus, weil meine Füße qualmen. Ah, so, also vor Wärme, ne? Nicht vor stinky, stinky. Dit nicht, aber ja. So. Sehr schön, sehr, sehr schön. Haben wir das. Nächste Baustelle. Wir müssen zum Hupp-di-hupp, abholen, säubern, aktiv, an, aus. War da hinten irgendwo, ne? Genau, da. Dann fahren wir da doch mal hin. Sind ja nur 1,2 Kilometer. Kriegen wir schon hin. Jiha. Mal Platz, ich bin der Landvogt. Zip-di-bip, hopp-di-hopp. Hopp oder top. So, mal schauen. Ah, ich scroll mal runter, da kommen die nächsten Kommentare. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nächste Mutter. Wen haben wir denn da? Den Captain86er, der schreibt: Moin Ed und alle Edenauten, war eine coole Folge. Liebe Grüße an alle und einen schönen Tag. Dankeschön. Dir auch. Dir auch. Und darüber hat der Mr. BSE noch geschrieben. Die beiden, der Mr. BSE und der Captain86er, die gehören schon hier zur 7 Days Crew, ne? Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Mal, euch 7 Days angucken. Die spielen auch ganz viel 7 Days. Und machen Videos. Die freuen sich bestimmt, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und nicht genug von 7 Days bekommt. Es gibt ja durchaus Leute, die gucken nichts anderes. Ja? Die sagen dann, wenn hier irgendwas anderes kommt, was weiß ich, Ark, Conan, Hello Kitty, der große Inselspaß, ja. Nee, was will ich damit? Ich will 7 Days, ja. Dann könnt ihr da weiter gucken. Juhu. Ja, sehr schön. Gleichste Mutter, was müssen wir denn hier, hä? Das kenne ich überhaupt nicht, das ist neu, ne?
Ach, ich Idiot. Warum bin ich denn zum roten Punkt gefahren und nicht dahin? Oh. Wir sind im Kreis gefahren oder was? Ne, da oben. Ja, da war irgendwas. Hast du nicht gesehen. Ich glaube, da war der Airdrop. Kann das sein? Was mache ich denn hier? Sag doch was. Das war wieder der Goofy des Tages. Da war er wieder. Der Goofy des Tages. So. Sehr schön. Weiter geht's. Mr. BSE schreibt, richtig coole Hordenfolge, nett anzusehen, die kleinen Kunststücke. Und da kommt wieder Bam Bam, wird er dieses Mal eine 10 von 10 schaffen mit seinem weltberühmten dreifachen Rückwärtssalto. Werden sehen, nach der Werbung. Freue mich schon auf die... Ah, warte, da geht's hoch, okay. Was ist das denn für ein Beschiss? Ich dachte, da kann ich hochfahren. Mann, jetzt muss ich auch noch drum rumfahren, oder was? Was ist denn für ein Kack? Los geht's. Hey, früher ist man da hochgekommen, jetzt anscheinend nicht mehr. Lame. Einfach nur lame. Buh, sage ich dann nur. So, dahin. Freue mich schon auf die nächste Folge. Wünsche dir und allen Edenauten ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, Mr. BSE. Gruß zurück, BSE. Und danke für die... danke für das Wochenende, ne? Und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. So rum. Meine Güte, siehst mal wieder. Bist du auch sauer, Patrick? Ja. Ja, warum? Kann meine Stirn nicht sehen, ne? So sieht's aus. Komm her. Was ist hier los? Ich muss erstmal den hier machen. Ich hasse das mit diesem Nebel. Furchtbar. Furchtbar. So. Mal gucken, was das für eine Höhle ist. Gibt es hier wirklich Spinnen? Wäre mir neu. Die waren ja immer nur in den Mods. Aber Arane Caverns hört sich so nach Spinnenhöhlen an. Es ist auf jeden Fall hier so ein Hügel. Ist das das, was hier kreuz und quer ist, oder was? Aranea Caverns. Wir gucken mal, wir gucken mal. So. Wo geht's da oben hin? Kenn ich nicht. Ist mir vollkommen neu. Aber es gibt gut Zombies, wie man sieht. Die mögen nicht. Information Center, okay. Da steht ein Bär. Ach komm, wir nehmen an. So, fertig. Da-da. Kulte, mach doch nicht die ganze Bude kaputt hier. Was soll das denn? Oh, Ölschiefer ist da. Weg mit euch. Ah, da. Hallo, Evil. Also, so viel wiege ich nur auch nicht, ne? Sag mal, wo kommen die denn jetzt alle her hier? Hier gesessen oder was? Denn los? Ich meine, das nehme ich gerne mit. Das hier auch. Wird der Evil noch sein? Ja, der lebt immer noch. So, Ruhe. Oh nein, da ist eine Tasche da oben. Die nehmen wir mal mit. Das können wir nämlich gebrauchen. So, die Tasche ist da hinten, weil wir müssten jetzt eigentlich die Dingens bauen können, oder? Chemiestation können wir bauen. Wir gehen stark Richtung Dingens hier. 4x4 Truck dauert noch. Oh, wir müssen echt mal ins Wasteland und Co. Damit wir die ganzen Bücher zusammenkriegen. Da hinten? Aber unten drin, ne? Hier, ja, wir müssen da hin. Und ich sehe da hinten noch schon wieder einen Airdrop. Da ist noch einer. Warum liegen hier überall Airdrops? Jeder sammelt wieder nichts ein, ne? Die Pfeife. Man kennt es. Nix sammelt der Typ ein, aber gar nichts. Stimmt's nicht, Scarecrow? Du schreibst 8,39, wenn du die Bürostühle aufhebst und scrapst, bekommst du 6 Leder aus, anstatt 2. Ja, aber wir haben auch schon wieder 200 Leder gefühlt. Also ist nicht so schlimm. Komm her. So, Ruhe.
Scheiß drauf, den nehme ich mit. Und die können wir auch mitnehmen, die geben auch wieder Gammelfleisch hier, ne? Jo. Sehr schön. Na, was das hier geben wird, ey. Sowas fände ich auch mega geil als Base. Wenn die Pfeifen nicht buddeln würden. Ne? Das ist halt immer das Problem. Solche Sachen, die hier richtig cool aussehen als Basis, die kannst du halt leider nicht nehmen, weil sie immer nach unten buddeln. Oh, nee. Jetzt weiß ich, warum das Spinnenhöhle heißt. Alles voller Kölnitz hier. Wo bist du? Ruhe. Alles voller Kölnitz. So, war schon überlegen. Also, dann machen wir kurz einen Prozess. Die werden einfach weggeknallt hier. Habe ich keinen Bock drauf. Dankeschön für die zwei Nägel. Hier noch was? Nein. Kann man hier runter? Jo, dann machst du wieder alles kaputt. Nächste Etage, da gibt es Eisen, können wir auch mitnehmen. Wäre eine schöne Mine hier, ne? Wäre eine schöne Mine. Gucken, was da unten kommt. Ja, ob die Tasche da hinten. Ruhe. Ah, Village-Spielbeam hier. Dankeschön. Kommt da was raus? Nein. Schade. So. Oha. Hier? Na, guck mal, da kommst du nicht raus. Also. Da wird gut was los sein, wetten wir. 100 Pro, wenn du da reinspringst, dann geht's wieder. Oh, oh, wir nehmen das mal gerade mit, ja, weil, so schnell kommen wir da wieder nicht mehr dran. Ha, da ist wieder Ghidorah. Mit seiner Wall of Text. Aber, kein Problem, auch das lesen wir vor. Habe ich ja auch versprochen und gesagt, machen wir immer. So, Gruß an Ede und alle Ede-Noten. Wie immer eine entspannte und lustige Hordenfolge. Bei Ede lernen Zombies fliegen, hoch und kurz oder tief und weit. Wie du die Zombies disst, ist ja köstlich. Pass aber auf, dass das Karma nicht zurückschlägt. Ich grins. Was die Geier bei der Horde betrifft, dann stell auf das Dach Spikes auf, solange du keine Turrets hast. Denn dann erledigen sich die nervigen Geier fast von selbst. Moment. Jetzt bin ich hier voll in der Zeile verrutscht, ne? Selbst und Spikes kann man schnell nachcraften. Ich selbst hatte auch gerade eine Horde hinter mir und habe sie alle im Nahkampf gemacht. Mit einem Stahlschlagring und Stufe 5. Macht irre Laune, sag ich dir. So schnell wie Köpfe platzen, kannst du nicht schauen. Wäre auch mal eine Idee, habe ich noch nie gespielt. Ne? So, danach bin ich in den Knast, Infested Quest machen und habe dort mal alle so richtig aufgemischt. Hatte zwar meine M60 dabei, brauchte ich aber nicht. Ist mir schon klar, dass dies kein Strategiespiel ist, aber das mit dem Strategiespielen hatte ich nur wegen der Spielmechaniken gesagt, da die dort zum Teil auch ziemlich komplex sind. Was die Kombis betrifft, deinem Verhalten zu urteilen, scheine ich dich langsam zu nerven. Oder ich sehe diesmal als Kompliment. Wenn du meine Kombis schon mit einem Herz versiehst, dann weiß ich, dass du dies zur Kenntnis genommen hast. Und falls sie tatsächlich mal zu lang sein sollten, sag es kurz in deinem Video und alles ist fein. Unter deinen Videos schreibe ich richtig gerne. Nun zum besagten Bildern. Ich habe alle meine Ordner durchforstet und gesehen, dass alle Fotos weg sind, muss also neue machen. Kann dir diese gerne privat senden, aber öffentlich ist für mich kein Problem. Denn ich zeige gerne, was ich so habe oder mache. Können andere auch daran teilhaben und was Tolles dazu sagen. Wenn sie was zu sagen haben, so habt mal wieder übertrieben und mach jetzt mal Schluss. Denn wenn ich, wie gesagt, einmal in Fahrt komme, dann kann ich einfach nicht aufhören. Nun gut, euch allen noch einen schönen, entspannten Abend. PS, hast beim Looten deinen Loot-Bonus-Helm nicht aufgehabt. Ja, habe ich ja dann auch gemerkt am Anfang, ne? Und nein, du nervst mich nicht, ja? So. Du nervst mich in keinster Weise. Ihr merkt es, ja? Oder wenn mich jemand nervt, dann ziehe ich mich halt zurück oder antworte einfach nicht, ja? Irgendwann ist dann Schluss. Dann reagiere ich da gar nicht mehr drauf, ja? So wird das, so geht das bei mir. So, also solange ich dir das hier vorlese, in Herzen kriegst, ist alles in Ordnung.
Zack, zack, zack. Und das ist ja auch Interaktion, ne? So, mal essen. 5 Big Hitters Bücher hier, aha. Starknüppel freigeschaltet, Qualität 5. Interessant. So viele Klamotten hier. Ranger Outfit, Gesundheitsbonus plus 10, das ist ein Witz. Brauchst du nicht, Nahrungswasserverbrauch. Nee, was sind das für Handschuhe hier? Nerd-Handschuhe, Intelligenzwaffenschaden. Nö. Nö, nö, nö. Das wäre, wenn wir den Knüppel hätten, ne? Das ist schon... Der ist ja eine Intelligenzwaffe, oder? Müsste er. Stahlwerkzeugteile. Ja, nice. Aber wenigstens schon mal eins. Könnten wir bald unseren, unsere Dingens bauen, ne? Unsere Nagelpistole. Da oben ist noch was. Mitnehmen. 1200 haben wir schon. Geil. So, 19 Uhr. Wie kannst du nur? Ich gehe jetzt mal hier runter. Mit einer Mini-Treppe, die wir uns bauen. Da wird 100 pro alles voll sein. Es ist auch eine Vierer-Quest, dann noch Verstrahlte und was weiß ich. Na guck, da ist ein Seil. Die wollen uns verarschen hier. Am Arsch. So. Habe ich überhaupt schon was zum Thema-Platz? Will da hinten runter. Ja. Noch einen runter. Habe immer einen Ausweg parat. Da hinten ist der. Ah, guck mal hier. Zementmixer. Genau, durch die Achseln oder was. Oder, da ist noch mehr Ölschiefer, ey. Alter. Krass. Krass, krass, krass. Und um darauf zurückzukommen, Ghidorah, ja, deine Entscheidung. Deine Bilder, deine Entscheidung. So wie du sie posten magst. Ich guck mir beides an. Oh Gott. Nein. Ja, so ist das gut. Da hinten noch irgendwo was. Wo ist das Ding denn? Da unten steht das, ne? Komm mal zu dir. Hallo. Da kommen sie. Juhu. Von hinten. Ey. Ich glaube, es hackt. Lebt ihr noch? Danke, Ernie. Die nächsten, klar. Junge, Junge, Junge. Komm, Bill. Liegen bleiben. Da ist noch mehr Grüne. So. Scheiße, oder? Macht das Spaß, wenn man die geskillt hat. Dann ist nämlich Ruhe. Guck mal, wie viele Zombies hier sind, weißt du? Und dann rennst du hier rein und bist einfach nur tot, ne? Die Säcke. Weg mit dir. Ich will ja nur den Sack hier. Sonst nix. Dankeschön. Das haben wir leer gemacht. Jo, das haben wir leer gemacht. Nachgeladen ist. Ist jetzt Ruhe hier. Die Kiste muss da irgendwo stehen, aber oben. Wieder oben? Steht die da oben auf der Ecke oder was? Komm mir verarscht vor. Da oben irgendwo. Naja, immerhin haben wir den Loot gefunden. Nehmen wir den erstmal mit. Nehmen wir den erstmal mit. Oh, lecker. Verkohltes Wildbret. Vierer Pistole. Das ist wenigstens was. Frag ich nicht nein. Ja, dreimal lernen.
So. Das war eins. Jawohl. Schon wieder. Ey, wie viele Basies finden wir jetzt? Gab's irgendwie einen Baseballschläger-Patch? 70. Können wir mal gucken nach einer Stahlspitzhacke mittlerweile. Problem ist halt, wir können nicht so viel Stahl machen. Wir können noch gar keinen machen. So, Mamika schreibt, Ede, deine Zombies-Schlange ist aber, deine Zombieschlange ist aber gierig, dich zu erwischen. Bring den mal Manieren bei. Da haben wir doch. Wir haben ihn doch ordentlich Manieren beigebracht mit unserem Knüppel. So. Game Affe schreibt, Hallöchen Ede und alle Edenauten. Erstmal war das wieder eine klasse Folge. Haha. Und ja, diese Physik in diesem Game ist manchmal sehr amüsant. Aber vielleicht war die schwebende Lampe ja eine Wunderlampe. Hättest du dir was wünschen sollen? Liebe Grüße an dich und alle Edenauten. Gruß zurück und ob der Wunsch in Erfüllung geht, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich trinke mal einen Schluck. So. Bisschen die Kehle befeuchten hier. Aha. Auf geht's, Tara. Bing. Dankeschön, Dankeschön. Da ist ein Messer und hast du nicht gesehen. So, bevor ich aus White River suchen müssen wir noch. Säubere das Gebiet, haben wir fertig. Ach komm, wir gehen einfach so hier auch. Ah, die kannst du ja schnell neu bauen. Den Lust, den Weg zu bauen. Da stehen sie in der Ecke. Voll fies. Voll fies. Also das ist definitiv ein neuer Poi, den habe ich noch nie gesehen. Aber ganz interessant. Na, nehmen wir das hier noch mit. Da, 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 da. Oh, okay, ich könnte mir ein bisschen weiter rumbuddeln, ne? Weil es ist sowieso 22 Uhr. Der böse Zwilling hat zu. Und wir brauchen ja noch ein paar Steine. Wo ist denn unser Motorrad? Na, schon wieder 3000 gesammelt hier. Das ist gut. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Warum ist mein Licht aus? Ja, damit. Ja, damit. Schade. Früher hast du direkt Pflastersteine da rausgekriegt. So, hier ist niemand mehr, weil wir haben ja, ne? Die Quest fertig. Was ist das? Scheint echt so eine Mine zu sein. Nehmen wir noch ein bisschen Blei mit. Was soll's. So, der nächste Kommentar kommt von Lazarus. Er schreibt folgendes und zwar: Spricht was dagegen, dir gegenüber Leitern anzubringen? Dann kommen sie nach und nach dem Runterfallen schneller wieder hoch und hauen vielleicht nicht so viel auf den Blöcken rum. Zwischen den geplanten Schreddern zum Beispiel. Als Decke wären Stäbe vielleicht besser. Dann kannst du die nervigen Geier sofort killen. Wenn man das Spiel ohne Zombies spielt, was für Quests bekommt man dann? Nur buddeln? Soweit ich weiß, was heißt soweit ich weiß, du kannst nur die Horde ausstellen, Lazarus, ja? Zombies sind immer in dem Spiel, weil sonst macht's ja keinen Sinn. Welchen Sinn macht ein Zombiespiel ohne Zombies, ne? So, also die Zombies sind immer da, nur halt die Horden, die kannst du ausstellen. Sehr schön. Haben wir das auch mitgenommen hier? Jetzt habe ich schon keine Ahnung mehr, wo es rauf und runter geht hier. Das ist auf jeden Fall wieder Benzin, das können wir mitnehmen. So, und die Leitern? Ne, da kommen keine Leitern hin, weil ich will das ein bisschen anders machen. Nicht im Kreis, okay. So, da werden halt noch Gänge gebuddelt, die wir gleich noch machen müssen. Ach, er hat Hunger. Ja, 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 ich weiß, du verhungerst, ne? Du verhungerst, mein Freund. Trinken, 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 trinken. Danke und danke. Haben wir Punkte hier. 3 Stück? Was ist denn da los? Donnerbüchse ist 5. Okay. So, wir wollten den hier hoch machen, ne? Machen wir mal auf 3. Eifaktor oder eiserner Magen. Aber wir haben hier erst 5, ne? Schmerztoleranz, Blitzhände, mach mal hier. 3 und dann fangen wir mal mit Schmerztoleranz an, dass wir nicht so viel aufs Maul kriegen. So, das könnten wir lang. Oh, Nitrat. Das brauchen wir für die Felder. Das ist natürlich gut.
Das können wir gebrauchen. So. Da zum Beispiel haben wir offensichtlich einen Sharp-Spolt beim nächsten Kommentar. Ja? Ich hab's gleich. Hallo Ede, lies doch mal meinen Kommentar vor. Junge jodelnde Jodler, Jungen jodeln, jaulende Jodeljauchzer, jaulende Jodeljauchzer, jodeln, junge jodelnde Jodler, jung. Was bringt das jetzt? Soll ein Zungenbrecher sein, ne? Ja, Gamer Affe und Captain lachen sich kaputt. Du siehst, auch das mache ich. Ab und zu mal, aber nicht immer. So. Zack. Oh. Ein fliegendes Seil. Gehen wir mal hoch. Sehr schön. Allerdings ein bisschen Nitrat noch eingesammelt. Raus aus der Bude hier. Wir fahren jetzt nach Hause. Da, 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 da. Das ist nochmal Nitrat. Nehmen wir mit. Sehr gut. So, Scarstro schreibt nochmal bei 3509. Warum hast du denn so viel Zeit geskippt? Damit wir in der Folge noch die Horde sehen. So. Sammle Nitratpulver. Auch schon über 1000. Nice. Brauchen wir ja für Schießpulver dann später, ne? So, deswegen habe ich da die Zeit geskippt. Ja, damit. Dankeschön. Raus aus dem Spinnenloch hier. Ab nach Hause. Schnauze voll. Keine Zeit für Schlangen, geh weg. Woohoo! So, da ist unser Zuhause da hinten. Aber ich wollte ja noch den Airdrop mitnehmen. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's ab nach Hause. Aber wir müssen gerade wieder ein bisschen scrollen. Ne, müssen wir nicht. Ist nur noch ein Kommentar da. Den können wir dann gleich lesen. Vom lieben, von der lieben oder dem lieben Dark. Kann das ja nie sehen, deswegen sage ich einfach immer du. So geschlechtsneutral, ja. Sage ich einfach du. Ganz frech und ohne zu fragen, duze ich euch alle. So. Da, 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 da. Kommen sie her. Okay, Eiko rastet wieder aus. Alter Falter, ey. Ich habe echt schon überlegt, es gibt ja so Bandanas für Hunde, ne? Die man ihnen um den Hals macht, dass das Dreieck dann auf dem Rücken ist. So eins will ich ihm holen, dann schreibe ich da drauf, so, ich bin alt, ich darf das. Irgendwie sowas will ich machen, das ist bestimmt lustig. Zap. Each. Dankeschön. Umbuch, ja, her damit, können wir zu Hause aufmachen. So. Ab ins traute Heim, wir müssen wieder ein bisschen was einschmelzen und so. Ach ja, so ist das. So ist das. Der gute alte Alkohol. So, und Jerry's Phil waren wir hier schon drin. Hier waren wir auch schon überall drin. Der Bearden, da waren wir schon drin. Fire Department waren wir drin. Wir waren ja schon überall drin. Tja, nur da war ich noch nicht drin. Mann, Mann, Mann. Wer baut denn da bitte so ein Ding hin? Oh, da sind wir noch zu Hause. Sehr gut. Dankeschön. Ich mal rein. Das wächst. Das ist super. Aufmachen, zumachen. Hep. Super. So, jetzt muss ich die aber wegpacken. Habe ich gleich aus Versehen hier eine Kiste erschossen. Und alles ist kaputt und weg oder so. Ja, wie viele Mods, ne? Wie viele Mods? Weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Kannst eigentlich alle verkaufen. So, Essen, Trinken. Dosenfutter. Auto, Elektrik. Waffen und Munition. Wo ist die Viererpistole? Hä? Wir hatten noch eine Viererpistole. Wo ist die hin?
Hat er die wieder hinten irgendwo reingeräumt oder so? Nö. Bin ich überfragt. Kann sie ja nicht hier reingeräumt haben. Habe ich die hier reingeräumt? Da ist er. Warum? Räum ich die in Trader? Bin ich doof? Offensichtlich. So. Ach, die wollte ich auch behalten. Zack, zack. Bang. Mods. Kommt jetzt alles in Trader. Mir reicht's. Alles zum Trader. Du kommst dahin. Trader, 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 Trader. Die ganzen Mods, den ganzen Scheiß muss ich mal verkaufen. Du kannst auf Seite bleiben. Das kommt alles zum Trader. Er kommt zum Trader. Das kannst du essen. Das ist die Kiste, die wir gleich abgeben müssen. Die werden klein gemacht. So, jetzt gucken wir mal hier. Mach auf, mach auf. Noch mehr Mods. Noch mehr Mods. Ich geh kaputt. Wohin mit dem Zeug? Wohin? Was bringt die hier? Ah. Mach mal den. So. Trader. Weg, weg, weg. Haben wir das. Sehr gut. Wie viel Holz haben wir? Nicht viel. 200. Ich muss Holz sammeln, ey. Allerdings. Könnt mal gucken nach einer Stahlspitzhacke. Können wir die machen? Wir können eine Sechser machen. Weißt du was? Das machen wir jetzt auch mal. Wobei, wir haben keine Stahlwerkzeugteile, ne? Erfolgen. Zeigen Sie mal. Wo sind die Stahlwerkzeugteile? Doch, hier. 24 Stück. Dann gib mal her. So, 18 Klebeband. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Wo sind die Knochen? Hier. Gib mal her. So, Knochen. Wasser. Wo können wir denn hier... 17 mal Dreckwasser. Können wir da irgendwo hier Kleber machen? Wir haben noch keine Chemiestation. Kleber, mach mal. Zack, 7 Stück. Ah, der macht es mit sauberem Wasser. Okay, dann... So, nochmal. Dann machen wir es halt so rum. Mir doch egal. Dann kommen die Knochen wieder weg. Dann nehme ich doch lieber die Lappen. Den Stahl nehme ich auch. Dann brauchen wir noch hier das Dingensteil. Wo haben wir das hingetan? Bei den Parts. Dann haben wir nämlich, dann haben wir schon das erste richtig, richtig gute Update. Upgrade. So rum. Erste richtig gute Update. Hm. 14 haben wir schon. Noch 3 Stück. Noch 4 Stück. Das kriegen wir hin. 2. Schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon. Wir schaffen das. Yeah. So. Dark schreibt, hallo Ed und Edenauten, dass die Zombies so fliegen müssen müsste am Homerun-Perk liegen, den du durch eines der Magazine für Schlagwaffen bekommen hast. Und falls in den letzten Tagen keine Änderungen vorgenommen wurden, sollten die Nerdkappe auf Stufe 5 10% und auf Stufe 6 sogar 20% mehr XP bringen. Schönen Tag noch. Dankeschön. 20% ist natürlich richtig fett, muss ich sagen. Da müssen wir mal gucken, wa? So, haben wir die hier? Nerd-Brille, die hier. Wir können eine 5er machen. Ich glaube, da warten wir bis zur 6er, ne? Das lohnt sich nicht, ey. Das lohnt sich nicht. Das wäre dann bei Rüstungen, ne? Fallen Elektriker, hier ist die Rüstung. 93, ja. Primitive, leichte, mittlere, mehrere Rüstung. Okay. So, also, ein paar fehlen noch. Aber das kriegen wir auch schon noch hin. Haben wir das? Jawohl. Dann gib mir mal die Stahlspitzhacke hier. Fertigen Sie. 2 Minuten 36. Der Rest kann wieder weg. Weg, weg, weg. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. So, Dreckwasser kommt dahin. Können wir dann auch wieder kochen hier. 16 Stück. So, da kommt noch der Kleber. Was kostet denn jetzt die Chemiestation? Lass mal gucken. Chemiestation. Verfolgen. 3 Kochtöpfe. Ein Messbecher. 100 Eisen. Haben wir das? Haben wir nicht. Müssen wir einbrennen. Also reicht es sowieso nicht. 5 Säure, die haben wir. Die Messbecher hatten wir, glaube ich, zur ersten Hilfe getan. Ne? Jawohl, haben wir alles. Die Kochtöpfe haben wir, glaube ich, nicht.
Aber das ist auch kein Problem. Doch, wir haben genau 3 Stück. Haha! Dann haben wir alles, außer Eisen. Und das können wir gerade einschmelzen, ne? Kompletti leer. Da ist noch ein bisschen was drin. Dann gib mir die Hälfte hier. Reicht sowieso nicht. So, schmelz mal ein. In 7 Minuten. Was sagst du? 1,33 noch. Naja, ihr wisst ja alle, wie eine Spitzhacke aussieht. Ne? Eine Stahlspitzhacke. Deswegen lasse ich die jetzt mal so fertig werden. Dann gehe ich noch ein bisschen Klamotten sammeln. So, dass wir uns dann am nächsten oder vielleicht sogar am übernächsten Tag wiedersehen. Weil das muss ja auch alles eingebrannt werden. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sage wie immer, danke für deine Zeit.